Mir wurde gerade im Stream sehr spontan ein Artikel aus den Nachdenkseiten von Albrecht Müller geschickt. Und in dem Artikel bin ich, beziehungsweise meine Kritik an dem Vorpapier von Sondierungsgesprächen in Sachsen zwischen der CDU und dem BSW Thema. Ich würde sagen, wir schauen uns diesen Artikel jetzt zusammen an. Ich kenne ihn noch nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Albrecht Müllers Kritik an meiner Position ist. Also finde ich auch toll, dass ich mal bei den Nachdenkseiten überhaupt Thema bin. Also das ist eine Zeitung, die ich schon seit längerem verfolge. Ich stehe denen sehr positiv gegenüber. Hatte auch Florian Warweg schon zweimal zu Gast. Also bin wirklich gespannt, was in dem Artikel drin steht. Schnelle Kritik am Koalitionspapier von Union, BSW und SPD und in Sachsen, die ist billig. Hier ist das Ergebnis der Koalitionsgespräche in Sachsen. Zusammen mit dem Koalitionspapier erreichte mich eine fundamentale Kritik im konkreten Fall von Herrn Konstantin Schenk. Siehe hier. Er ist fassungslos wegen der Formulierung zur Schuldenbremse, das sei ein einziges Desaster. Ja, das war vielleicht eine ziemlich deutliche Wortwahl von mir, aber grundsätzlich ist das ja richtig. Also mit Einhaltung der Schuldenbremse ist auf Landesebene keine grundsätzliche Änderung der Wirtschaftspolitik möglich. Du kannst auf Landesebene die Steuern nicht großartig erhöhen, kannst die Ausgaben auch nicht deutlich senken. Es gibt dort keinen Militäretat, es gibt dort keine großen Steuerverschwendungen, wie es ja beispielsweise ja bei den Rüstungsausgaben wieder auf Bundesebene sehr wohl gibt. Und auch durch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung kann man auf Landesebene wesentlich weniger Geld zurückbekommen als auf Bundesebene. Also ja, es ist tatsächlich nicht so einfach, auf Landesebene die Einnahmen zu steigern oder die Ausgaben zu senken. Deswegen ist dort die Einhaltung der Schuldenbremse nochmal besonders desaströs. Die entsprechende Seite habe ich mit grüner Markierung angefügt. Ist diese fundamentale Kritik des Herrn Schink gerechtfertigt? Mich erinnert diese schnelle Verurteilung an einen früheren Vorgang, nämlich an die Beteiligung der SPD an der Großen Koalition ab Dezember 1966. Also tatsächlich ist die Seite zu den Finanzen aus dem Vorpapier von Sondierungsgesprächen in Sachsen hier verlinkt mit grünen Markierungen. Das schauen wir uns, glaube ich, gleich nochmal genauer an, aber wir lesen jetzt erstmal zusammen den Artikel weiter. Was ist damals nicht alles auf Willy Brandt und den anderen agierenden Personen abgeladen worden? Wie kann man nur eine Regierung mit dem früheren NSDAP-Mitglied Kurt-Georg Kiesinger eingehen? Wie kann man nur mit Franz Josef Strauß von der CSU koalieren? Tatsächlich war dieser Koalitionseintritt der SPD der Einstieg in wichtige Fortschritte. Ich benenne nur drei Beispiele. Erstens der Einstieg in die Ostpolitik und damit in die Verständigung mit dem damaligen Ostblock. Zweitens der Einstieg in die aktive Konjunktur- und Beschäftigungspolitik. Das ist richtig, das ist tatsächlich richtig. Das Wachstums- und Stabilitätsgesetz, das wurde tatsächlich in der Großen Koalition beschlossen, wo die vier zentralen, wo das magische Viereck in der Wirtschaftspolitik tatsächlich mal in ein Gesetz gegossen wurde. Also das stimmt tatsächlich, das stimmt tatsächlich. Drittens, der Einstieg in wichtige soziale Fortschritte, zum Beispiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, auch für Arbeiter, später dann die flexible Altersgrenze. Und ja, hier hat Albrecht Müller sicherlich recht. Also diese Erfolge, die hat die SPD damals auf jeden Fall erzielt. Die SPD, die hat es dann auch geschafft, das Overton-Fenster in der Bundesrepublik immer weiter nach links zu schieben. Die hat es dann geschafft, danach zusammen eine Koalition mit der FDP eingehen zu können und dann eine noch deutlich linkere Politik machen zu können. Aber jetzt bin ich gespannt, was das mit der BSW-CDU-Koalition in Sachsen zu tun hat. Jetzt gegen das BSW wegen der Koalitionsvereinbarung in Sachsen zu polemisieren, ist ausgesprochen billig. Ich habe nicht gegen das BSW polemisiert, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das BSW, wenn es in einer Regierung teilnimmt, die eine schlechte Politik macht, sich selber schaden würde. Ich hoffe wirklich, dass das BSW Erfolg haben wird. Ich bin zwar selbst nicht beim BSW, aber ich sympathisiere mit dieser Partei, das sage ich ja immer wieder. Und deswegen wäre es, glaube ich, ein großer Fehler, wenn sie sich jetzt an der Regierung beteiligen würde, wo das Leben der Menschen grundsätzlich schlechter werden würde. Und da bräuchte das BSW auf Landesebene gar nichts falsch machen. Wir sehen gerade, dass wir eine Ampelregierung haben, die das Land deindustrialisiert, die durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland für eine deutliche Senkung der Reallöhne gesorgt hat, die dafür sorgt, dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland immer weiter verschlechtert. Dieser Trend, der wird sich auch auf Landesebene zeigen, wenn man nicht massiv gegensteuert. Und das ist dieses massive Gegensteuern, eine aggressive, eigene, landeseigene Industriepolitik, zusammen mit großen Investitionsprogrammen in Infrastruktur, ist nur mit Aussetzung der Schuldenbremse möglich. Anders geht es nicht. Anders geht es wirklich nicht.
Man kann das nicht durch Ausgabenkürzungen oder Einnahmeerhöhungen auf Landesebene stemmen. Also unser Land entwickelt sich gerade grundsätzlich in die falsche Richtung. Und in diesem Umfeld, in einem Bundesland, politische Verantwortung zu tragen und sich dann noch die Hände hinterm Rücken zusammenzubinden durch Einhaltung der Schuldenbremse, wäre ein großer Fehler. Und es würde auch die Aussichten des BSWs bei der nächsten Bundestagswahl, die viel wichtiger ist als alle Landtagswahlen, verschlechtern. Deswegen sollte das BSW sich sehr hüten, in eine Regierung zu gehen, aus der es dann geschädigt herausgeht. Also das sollte das BSW auf keinen Fall machen. Also deswegen halte ich auch diesen Vergleich mit der Großen Koalition hier für nicht angemessen, da die Position des BSWs jetzt nicht mit der Position der SPD aus den 60er Jahren vergleichbar ist. Also man kann die Position des BSWs jetzt vielleicht eher mit der Position der FDP vergleichen, nach der Bundestagswahl 2009. Da hat, also okay, die FDP steht politisch auf der anderen Seite, die ist neoliberal, ich weiß, aber die FDP hatte da große Steuersenkungen versprochen. Das war der wichtigste Grund, warum sie von ihren Wählern gewählt wurde. Sie hatte große Steuersenkungen versprochen, hat da mit der CDU verhandelt. FDP hatte auch ein sehr, sehr gutes Wahlergebnis. Das heißt, die fühlte sich zumindest so, als wäre sie in einer guten Verhandlungsposition. Die CDU hat dann gesagt, nee, also Mövenpick-Steuer, also so eine Steuersenkung für Hoteliers, die kann es geben, aber alles andere gibt es nicht. Hat die FDP zwar gezetert, hat sich beschwert, aber ist da trotzdem in eine Koalition eingetreten, aus staatspolitischer Verantwortung. Ja, was ist dann nach der nächsten Bundestagswahl passiert? Die Wähler waren enttäuscht und die FDP ist aus dem Bundestag geflogen. Und das darf dem BSW nicht passieren. Es darf seine Wähler nicht enttäuschen. Man fügt sich selbst viel größeren Schaden zu, wenn man sich an einer falschen Landesregierung beteiligt, an einer falschen Politik beteiligt, als wenn man gegen so eine Politik aus der Opposition Widerstand leistet. Machen Sie sich, so hält die Polemik gegen die Formulierung zur Schuldenbremse meines Erachtens der Prüfung des Textes nicht stand. Machen Sie sich selbst ein Bild anhand der grün markierten Passage. Das machen wir jetzt mal zusammen. Eine solide und nachhaltige Finanzpolitik hat eine in Zukunft gerichtete, dienende Funktion. Die derzeit, obwohl das ist nicht grün markiert, die Schuldenbremse darf nicht Hindernis für notwendige Investitionen in Zukunft sein. Ja, das ist eine normative Setzung, die durch nichts unterlegt ist. Man kann nicht sagen, wir halten uns an die Schuldenbremse, aber abstrakt finden wir es dann nicht gut, wenn sie Hindernis für Investitionen wäre. Ja, sie ist aber in der Realität Hindernis für Investitionen. Also das kann man jetzt schlecht finden und man kann auch ein Papier schreiben, dass man das normativ schlecht findet. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie trotzdem Hindernis für Investitionen ist. Ich habe es ja eben schon erklärt. Die Länderhaushalte sind in keiner guten Situation. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Das heißt, die Steuereinnahmen in den Ländern sinken eher. Es gibt auf Landesebene wenige Möglichkeiten, die Steuereinnahmen zu erhöhen. Es gibt wenige Möglichkeiten, die Ausgaben in relevantem Ausmaß zu senken. Und es gibt riesige Investitionsbedarfe, wenn man eine aktive Industriepolitik betreiben will. Wenn man wirklich eine Politik machen will, die das Wirtschaftswachstum in einem Bundesland in die Höhe treibt, dann wird man Milliarden Euro zusätzlicher Schulden aufnehmen müssen. Und das geht mit Schuldenbremse nicht. Das ist einfach nicht finanzierbar. Ja, also man kann da zwar reinschreiben, die Schuldenbremse darf kein Hindernis für Investitionen sein, aber sie ist in der Realität ein Hindernis für eine vernünftige Wirtschaftspolitik und für Investitionen. Das ist leider so. Und da kann man jetzt, also das ist so ein Nullsatz. Das ist so ein schöner Politikersatz, den man dann immer sagen kann. Ja, wir wollen natürlich investieren. Und dann schaut man sich die realen Zahlen an. Ja, aber wir wollen auch einen ausgeglichenen Haushalt. Und am Ende wird dann weniger investiert, weil man eben den ausgeglichenen Haushalt will. Das kennen wir auch schon. Also solche schön klingenden Sätze, die gibt es übrigens auch bei der Ampel. Bei der Ampel führt das eben gerade zu der Schrumpfung, die wir in der deutschen Wirtschaft sehen. Dieser Versuch, die Schuldenbremse einzuhalten in einer Welt, wo Unternehmen sparen, so ein Versuch ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Und so etwas darf das BSW auch auf Landesebene auf keinen Fall mitmachen. Der genannte Kritiker berücksichtigt auch nicht, dass jeder der Koalitionspartner versuchen will und versuchen muss, wenigstens einen Teil seiner Glaubensbekenntnisse in dem Koalitionspapier wiederzufinden. Doch, das berücksichtige ich. Und dass das BSW sich so gut wie nirgendwo durchsetzen könnte. Also zumindest, dass das BSW sich nicht in dieser zentralen, relevanten Frage der Schuldenbremse wieder durchsetzen kann, das ja ist dann schon schlecht. Also dann hat sich die CDU ja im absolut wichtigsten Punkt durchgesetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass dort im Kapitel über die Finanzen auch die sogenannte Schuldenbremse auftaucht. Das wird dann aber im Text so relativiert, dass notwendige Entscheidungen möglich sind. Der betreffende Satz heißt, die Schuldenbremse darf nicht Hindernis für notwendige Investitionen in die Zukunft sein. Ja, dieser Satz ist kein Zugeständnis zu irgendwas. Also dieser Satz verpflichtet keinen zu gar nichts, mal abgesehen davon, dass
solche Vorpapiere für Sondierungen oder auch Koalitionsverträge eh nicht bindend sind und CDU und SPD einen in der Koalition immer noch hintergehen können. Das ist auch eine Option, die man immer bedenken muss, dass die Leute, die einem da am Verhandlungstisch gegenüber sitzen, nicht ganz ehrlich sind. Die Lüge ist leider ein Mittel der Politik und ich traue solchen Politikern von CDU und SPD absolut zu, dass sie versuchen, einen über den Tisch zu ziehen. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn so ein schön klingender Nullsatz da drin steht, der einem absolut gar nichts gibt, also der keine feste Zusage zu irgendwas ist, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Diese Formulierung hält alles offen und macht alles möglich. Sich über das Auftauchen des Begriffs Schuldenbremse aufzuregen, macht wahrlich keinen Sinn. Jetzt habe ich anscheinend das zentrale Problem von Albrecht Müller verstanden. Also für ihn ist diese Schuldenbremse nur so ein allgemeines Bekenntnis wie dieser andere Satz jetzt. Die Schuldenbremse darf kein Hindernis für notwendige Investitionen in die Zukunft sein. Aber dem ist nicht so. Die Schuldenbremse ist die rechtliche Verpflichtung, sich nicht zusätzlich zu verschulden. Also auf Landesebene ist sie sogar noch strikter als auf Bundesebene. Das bedeutet Schuldenbremse. Also das ist wirklich ein ja rechtlich verpflichtendes Konstrukt, was man mit irgendwelchen Haushaltstricks zu umgehen versuchen kann, was dann auch schiefgehen kann. Also da, das sehen wir, haben wir ja bei der Ampel gesehen, dass das vom Bundesverfassungsgericht auch gerne mal scheitern kann, wenn man da versucht, sich dran rumzutricksen. Die Schuldenbremse aussetzen kann man im Landtag mit einer einfachen Mehrheit. Das heißt, das wäre ohne Probleme möglich. Man kann die Schuldenbremse jederzeit mit einer einfachen Mehrheit im Landtag aussetzen. Und das müsste man machen, wenn man Wirtschaftspolitik so betreiben wollte, dass eine vernünftige makroökonomische Steuerung möglich ist. Dass man die Beschäftigung steigern kann, dass man das Wirtschaftswachstum steigern kann, dass man die öffentliche Verwaltung ausbauen kann, dass man Investitionen in Infrastruktur steigern kann, dass man eine aktive Industriepolitik machen kann, was gerade in Ostdeutschland mit den ganzen, also was ja eine sehr strukturschwache Region ist, was gerade da absolut notwendig ist. Also eine aktive Industriepolitik, die kann man jetzt auf Landesebene in Westdeutschland, da ist sie jetzt nicht so relevant wie in Ostdeutschland, wo es viel weniger Industriebetriebe gibt, die man da erst ansiedeln muss. Aber ja, das, was ich sagen will, die Schuldenbremse ist nicht einfach irgendein Lippenbekenntnis, was keine Konsequenzen hat. Die Schuldenbremse ist die harte Verpflichtung, keine zusätzlichen Schulden aufzunehmen. Das bricht einem auf Landesebene komplett das Genick. Es macht jegliches eigenständiges politisches Handeln unmöglich. Gerade in einer Rezession, wo die Steuereinnahmen auf Landesebene tendenziell zurückgehen. Also wir haben es mit zurückgehenden Steuereinnahmen zu tun. Und jetzt will die Landesregierung sich nochmal verpflichten zu sparen. Es ist, ja, ich hatte es tatsächlich so hart formuliert, das ist ein Desaster. Sowas darf das BSW auf keinen Fall mitmachen. Ja, das war mein Kommentar zu dem Kommentar von Albrecht Müller hier. Ich finde es interessant, dass der Herausgeber der Nachdenkseiten tatsächlich von meinen kleinen YouTube-Videos hier mitbekommt. Also bin ich positiv überrascht. Die Nachdenkseiten, das ist eine gute Website, die kann ich euch absolut empfehlen. Das war interessant, dass ich da jetzt auch mal Thema war.